Moin Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Spät von Retro Games World und willkommen zu meiner fünften Teil zu meiner GameCube PAL Full Cell Serie Einscannung bei Weebuy. Ja Leute, ich scanne zurzeit meine GameCube Spiele ein und ich wollte wissen, was zahlt mir Weebuy für meine GameCube Spiele. Und das ist bereits der fünfte Teil und im letzten Teil sind wir sind zurzeit bei einem Stand nach dem vierten Teil von 533,44 € und insgesamt haben wir jetzt eingescannt bzw. die Spiele, die Weebuy erkennen konnte, sind wir bei 126 Titel. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben 126 Titel eingescannt und wir bekommen insgesamt 533,44 € bisher dafür. So, nichtsdestotrotz fangen wir jetzt auch direkt weiter an. Ich habe wieder neue Titel liegen und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dem Video und wir fangen an. Wir fangen diesmal an mit Pac-Man 2. Pac-Man 2 für die GameCube und bekommen tue ich für dieses Spiel 2,35 € von Weebuy. Danke dir dafür, Weebuy. Dann haben wir hier ein Pac-Man 3. Dort bekomme ich nur 88 €. Komisch eigentlich. Für den zweiten Teil bekomme ich mehr als für den dritten. Merkwürdig. Aber 88 €. Dann haben wir ein Spawn. Spawn für die GameCube. Und da bin ich mal gespannt. Auch dieser Titel bekomme ich 88 € für. So, jetzt haben wir ein Speed Challenge. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt knackt er wahrscheinlich auch noch Spawn. Jetzt passt mal auf, Leute. Speed Challenge. Leider kaufen wir dieses Produkt zurzeit nicht an. Okay. Vielleicht aber dafür Speed Kings. Probieren wir Speed Kings aus und dort bekomme ich ganze 45 € für. Tja. Danke dafür. Machen wir mal ein bisschen etwas beliebtere Spiele. Hier haben wir ein Yu-Gi-Oh! Das könnte vielleicht ein bisschen mehr bringen. Und ja, es ist auch so, 1,58 € bekomme ich für Yu-Gi-Oh! Dann haben wir dieses Universal Studios. Das ist an für sich kein teurer Titel, beziehungsweise ist nicht ganz so beliebt. Aber sie kaufen es an für 77 €. Dann machen wir hier noch einen Futable Joe Red Hot Rumble. Da bin ich mal gespannt, was das bringen wird. Und dort bekomme ich 1,79 € für. Dann haben wir einen Futable Joe Teil 2. Und dafür bekomme ich 3,97 € für. So, Teil 1 hatten wir schon abgescannt. Das weiß ich. Ich habe es hier nochmal liegen in dem anderen Cover. Aber im ersten Teil habe ich, oder in einem von den Teilen habe ich auf jeden Fall Beautiful Joe schon abgescannt gehabt. Deswegen lassen wir es weg. Und hier haben wir ein Crazy Taxi. Crazy Taxi bekomme ich ganze 27 € für. So. Immerhin war es, ne? So. Dann haben wir jetzt die ganze Tony Hawk Serie kommt jetzt auf einen Schlag. Wir fahren mit Tony Hawk's Underground 1 an und dafür bekomme ich 3,45 € für. Dann haben wir Tony Hawk's Underground 2 und bekommt hole ich hier 1,38 €. Dann haben wir ein Tony Hawk Pro Skater 3. Das war auch das letzte Titel, der für die N64 rauskam, aber nur als NTSC, nur so am Rande. Der kostet, also dafür bekomme ich jetzt 5,49 € für diesen Titel. Dann haben wir hier einmal ein Tony Hawk American Wasteland. Dafür bekomme ich 1,19 €. Und dann haben wir noch zu guter Letzt Antonios Pro Skater 4. Und da bekommen wir 2,44 € für.
Dann haben wir die Spyro-Serie, Leute. Ja, ich habe jetzt hier die Spyro-Serie, da gab es aber nur zwei Titel von. Einmal haben wir hier das normale Spyro, Enter the Dragonfly, und bekommen tue ich für dieses Spiel 4,42 €. Dann haben wir hier Spyro's The Hero Tales. Da gab es noch mehr Spyro-Titel. Die kommen noch. Da kommen noch ein paar Spyro-Titel. Genau, da liegen sie. Da gab es noch mehr. 4 Euro. Also ich bekomme für Spyro Hero Tales 4,05 €. So, dann haben wir hier noch Spyro A New Beginning. Und dafür bekommen wir 1,86 €. Ja, da haben wir noch ein Starsea and Hutch und bekommen tue ich dafür ganze 62 Cent. Ich muss so sagen, diesen Titel habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Also ich denke mal, dass er mehr wert ist als 62 Cent. Aber ich könnte mich auch irren. So, dann haben wir hier ein Namco Museum. Auch gar nicht so ein billiger Titel. Und was bekomme ich dafür? 88 Cent. Da haben wir einen Man in Black. Leider kaufen wir zurzeit diesen Artikel nicht an. Dann haben wir einen Madden 2005. Für diesen Titel bekomme ich ganze 63 Cent. Jetzt haben wir Madden 2006, was ich kann mir vorstellen, dass dieser Titel nicht erkannt wird, weil 2006 war das Ende der GameCube-Ära und ich kann mir vorstellen, dass dieser Titel vielleicht nicht erkannt wird. Und so ist es auch, weil die 2006er-Serie war bisher immer schlecht und nein, dieser Artikel wird wieder nicht erkannt. Dafür haben wir aber jetzt ein Top Gun. Mal gucken, ob Top Gun erkannt wird und Top Gun wird erkannt, aber zurzeit, leider kaufen wir dieses Produkt zurzeit nicht an. Dann haben wir auch einen Outlaw Golf. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er das erkennt. Outlaw Golf und ja, wird erkannt. Und für dieses Spiel bekomme ich 77 Cent. Ja, dann haben wir noch einen Minority Report. Mal gucken, was das bringt. Das Spiel bekomme ich ganze 50 Cent für. Aber es ist schon heftig, wie viele Titel unter 1 Euro liegen. Ne? Also das ist schon, also das finde ich schon sehr, sehr hart. Gerade bei GameCube-Spielen finde ich das schon eine ganz, ganz fiese Nummer von denen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier noch einen Sega Soccer Slam. Für dieses Spiel bekomme ich 1,78 €. Dann haben wir hier noch ein Rally Championship. Mal gucken, ob wir das die 1,78 € schlagen. Wahrscheinlich nicht. 73 Cent bekomme ich für Rally Championship. Ja, Leute, kommen wir jetzt zu der Wrestling-Serie. Beziehungsweise ich habe jetzt nur Legends of Wrestling Teil 2. Teil 1 wird auch noch irgendwo sein. Das kommt dann später. Die anderen Wrestling-Spiele habe ich hier und für diese Titel bekomme ich ganze 14 Cent, aber sie kaufen ihn an. 14 Cent dafür. Dann haben wir hier ein WrestleMania und für diesen Titel bekomme ich 2,61 €. Ja, Leute, kommen wir jetzt mal zum Reckless. Reckless für die GameCube. Und was bekomme ich dafür? Ich bekomme für dieses Spiel 48 Cent, Leute. 48 Cent bekomme ich für Reckless. Und jetzt kommen wir zu einer ganz geilen Serie, beziehungsweise ich wollte es nicht trennen. Die Rede ist hier von Mario Party, Leute. Wir scannen jetzt nach und nach alle Mario Party-Titel ein. Und wir fangen an mit Mario Party 4. Jetzt bin ich mal gespannt. Mario Party 4. Warte. Einmal noch. So, fangen wir an. Mario Party. Hier haben wir 20,88 €. Das ist doch schon mal ein bisschen was. So, kommen wir weiter. Hier haben wir einmal Mario Party 5. Das müsste doch jetzt eigentlich mehr sein, oder? Nein, dafür bekommen wir nur 12,85 €.
Aber kommen wir jetzt zu den zwei, also zwei Hammer-Titel beziehungsweise die teuersten Titel von Mario Party. Wir fangen mit Mario Party 6 an. Mario Party 6 bekomme ich für 3,57 €. Brauche ich nichts zu sagen, oder? Bekomme für Mario Party 6 3,57 € von Rebuy. Naja, dann haben wir hier noch ein Mario Party 7. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch so wenig ist. Und nein, dafür bekommt man ein bisschen mehr. Dafür bekomme ich wenigstens 25,85 €. So, dann haben wir jetzt noch ein Spiel, habe ich hier noch. Und das Spiel ist folgendes. Hier habe ich Zelda, die Limited Edition in der Goldbox. Das interessiert ja da wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, es ist komplett. Beide CDs sind drin. Und was bekomme ich für die Limited Edition? Ich bekomme für dieses Zelda 15,88 €. So Leute, wie gesagt, das war jetzt der fünfte Teil dieser Serie. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen noch mal ein kurzes Fazit. Das Fazit sieht folgendermaßen aus. Wir haben jetzt insgesamt 158 Spiele eingescannt. Und der Betrag, den wir jetzt dafür bekommen, oder ich dafür bekommen konnte, ist 658,83 €. Ja, das ist natürlich nicht so ganz so geil, aber vielleicht bessert sich noch mal. Also meine Hoffnung ist noch nicht ganz verloren. Sie ist nur sehr weit unten auf jeden Fall. Aber vielleicht überrascht mich ja Rebuy noch mal ein bisschen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es wurden insgesamt auch ein paar Spiele nicht erkannt. Es wurden insgesamt 4 Spiele nicht erkannt mal wieder. Ne, die wollen sie einfach nicht haben oder wurden nicht erkannt oder ja, was auch immer. Auf jeden Fall, das konnte ich bei Rebuy nicht einscannen. Und wie gesagt, Leute, das war mein fünfter Teil. Lasst doch gerne einen Daumen hoch und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr an GameCube geil findet oder welcher Titel euch besonders an GameCube gefällt. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, weil es kommen noch ein paar Titel mehr, beziehungsweise noch ein paar Folgen mehr von dieser hier. So, das war's zumindest auf jeden Fall. Und was soll ich euch wie immer noch wünschen? Ich wünsche euch wie immer noch einen guten Morgen, einen schönen Nachmittag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Also Leute, haut rein und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video und ciao.